Highspeed-Aufnahmen machen. Also Highspeed, was heißt Highspeed? Halt einfach in doppelter Geschwindigkeit, weil das Auge ja nur 24 FPS wirklich aufnehmen kann und alles darüber ein zwar flüssiger vorkommt, aber man es nicht wirklich mehr erkennen kann. Weil viele sagen ja, ich kann das erkennen, und viele sagen aber auch, also 1080p 60 HD jetzt, aber eigentlich erkennt man damit nur, ob es halt ruckelt oder nicht. Also man erkennt durch 1080p 60 HD keine größere Flüssigkeit an sich. Das ist ein Irrtum. Ist halt so, als wenn man das zocken würde dann, ne? Von der Flüssigkeit her, aber trotzdem. So, Basisvergütung, bla bla, okay. Guck mal, dann haben wir jetzt Fernfahrten voll. Guck mal an, so schnell kann das gehen. 22.000 haben wir jetzt. Moment mal, haben wir noch bei der Bank, haben wir da noch irgendwas offen? Was wir jetzt vielleicht 20.000 zurückzahlen können, Mann. Alter, 10.122 ist schon hart viel, ne? 35 Tage, 13 Tage. Ich glaube, den habe ich erst richtig. Boah, Gott, ey. Ich habe echt nicht so viel gespielt in Witze. Ungenutzter Kreditrahmen, 40 Euro. 40.000. Wieso ist mein ungenutzter Kreditrahmen 40.000? Ach so. Ach du Scheiße. Guck dir den mal an. Den 400.000 Euro Kredit. Ja, der kostet natürlich extra. Ja, der geht auch 70 Tage. So rum war das. Ja. Tja, 10.000. Ja, gut, das ist okay. Ach so, okay, okay, okay. Jetzt habe ich das erst verstanden, aber ich weiß nicht, wieso 40.000 Euro ungenutzter Kreditrahmen ist. Weil hier 40.000, dann sind dann hier schon 50, dann sind das schon 90.000. Dann ist 100 und 1.000. Oh, keine 90, keine 40.000. Keine Ahnung. Was steht da mit meiner Idee? So. Dann kann ich ja jetzt meinen Plan mal verfolgen. Achso, nee, jetzt muss ich erstmal... hier reinzoomen und dann mal ganz kurz... Ist das hier? Keine Ahnung, kann mir keiner sagen. Info. So, aha, muss ich nur drauf bleiben. Wow, du bist hier, verkaufliche Garage. Wow. Wahnsinn. Das ist ja wieder eine Legende. Eine Legende unter den Legenden. Versteht ihr? Versteht ihr das? Alter, da schießt du ein bisschen übers Ziel hinaus teilweise, ne? Was die Beschleunigung angeht. Hallo, du bist ein LKW, kein Landfahrzeug, ey, verstehst das? Obwohl, ist ja gut, so je besser er beschleunigt, Alter, der ist jetzt schon auf 70. Beschleunigt aber ganz schön besser, ey. Junge, Junge. Halt. Ich will... Oh! Alter, du Arsch, ey. Weißt du, ich fahre hier wie so eine gesenkte Sau. Erstmal andere Leute beleidigt. Das gehört dazu. Ich bin Deutscher, ich darf das. Oh, fuck, ey. Ach ja, wir hatten letztens auch wieder eine Diskussion. Beziehungsweise, ja doch, wir hatten letztens halt wieder eine Diskussion im Deutschunterricht. Was denn Islam ist und was Islamisten sind. Und dass es da halt dann doch schon einen relativ sehr großen Unterschied gibt. So, wir nehmen jetzt in die Seite rein. Was? Wieso hab ich denn jetzt den Unfall verursacht? Fick dich, du Hurensohn! Fahr bloß! Fahr mir aus den Augen, du Hure, ey. Unfall verursacht, ich glaube, es hackt. Hey, Alter, wie viel Schaden habe ich jetzt? Ich hab jetzt mehr als vorher. Oh Gott, ey. Ich fahre hier auch schon wieder. Ich fahre hier richtig, richtig aufmerksam wieder. Das ist der Wahnsinn. Ist schön. Nee, ist wirklich schön. Ist toll. Macht Spaß.
So. Komm, macht hinne. Boah. Eines Tages, ne? Da werde ich den Erschaffer dieser KI, ne? Ich ihm richtig werde ich dem aber einen Bonbon an den Kopf schmeißen. Ey. So, dass er da richtig eine Beule von hat. Dass er da, dass er sich da lange dran erinnern wird. Alter, jetzt bin ich schon nur gut anderthalb Viertelstunde am Aufnehmen, ne? Das ist schon krass, ist das ja, ne? Nur werde ich ganz kurz gleich mal aufhören mit der Aufnahme, wenn ich bei der Werkstatt war. Alter, was ruckelt das hier teilweise? Was ruckelt das hier teilweise so hart? Immer wenn ich in der Werkstatt einfach, ja, ist ja gut. Will nicht so mit den Armen Arschloch. So. Wow, Fahrwerk, 300 Euro. Alles auf Null, weißt du. Erstmal reparieren, komm, hau raus. Die 1000 habe ich ja jetzt mittlerweile. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder das Geld. Also theoretisch könnte ich es jetzt wieder abziehen, aber das werde ich nicht machen. Weil es ja ganz schön dämlich wäre. So, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich werde nämlich nur kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. So, da sind wir jetzt wieder. Also, ich muss noch genau 9 mal Minuten aufnehmen. 9 Minuten und 12 Sekunden, um genau zu sein. Also um ganz genau zu sein. Dann können wir uns ja erstmal im Auftragsangebot umgucken. Frachtmarkt, Preisstreckeneinheit. Ja, wir wollen ja von Duisburg, sag ich mal, ausgehen. Duisburg, Brüssel. Und ich will Geld verdienen, wenn ich angekommen bin. So, das ist halt zu weit. Warum können wir eigentlich nicht... So, Streckenlänge. Warte mal. Achso, das ist... Okay, das ist das längste. Das ist das kürzeste, oder? Aha, okay. Kiel. Ja, dann gehen wir mal nach Preis. Gras. Klagenfurt, ja. Wow, Gras ist jetzt nicht so viel näher dran. Aber 36.000, ne? Mittwoch, warte mal, heute haben wir Montag. Kann ich irgendwie eigentlich noch weitere Informationen einsehen? Nö. Dienstag 6.24 Uhr. Bis Mittwoch muss das da sein. Das heißt, ich habe 2 Tage Zeit. Aber das ist echt richtig lange Strecke. Ich weiß ja nicht, also hier hoch. Das hier, ich glaube, das war von hier irgendwo. Sind wir da hochgefahren. Das ist eine kürzere Strecke gewesen. Also das ist schon echt. Das müssen wir später mal machen. Aber das ist alles nicht so ganz nah dran, ne? Ja, dann werde ich das wohl machen. Für 12.000. Ne? Weil das macht mit am meisten Sinn einfach. Ach so, das ist auch einfach die Firma. Ich habe vorhin gedacht, hä, was ist das für ein komisches Symbol? Ja, das ist natürlich doof. Und irgendwie hier aus der Nähe losfahren könnte ich nicht, ne? 2 läuft ab in 15 Stunden, 20.000. Nach Milano runter. Was ist das hier teilweise, ey? Felix, du... Das sind alles so Sachen. Ich will nicht aus Deutschland raus, Leute. Ich kann mal hier... Achso, ja, wow. Köln, so, dann kann ich mal Dortmund. Oh, Dortmund sieht gut aus. Oh, Dortmund sieht gut aus. Preis. Plymouth. Bis wann? Bis Mittwoch 12.23 Uhr muss das da sein. Aber ganz ehrlich, dann können wir das hier eben noch mit reinnehmen, dann können wir da schnell hinfahren. Alter, ihr wollt mich da verarschen, ey. Ja, nicht bei dem Verkehr. So, ich habe nur 11 FPS schon wieder, oh Mann. Und mein, es ist unglaublich, ich weiß nicht, woran es liegt. Meine GPU ist noch lange nicht an ihren Grenzen. Und nichts. Ich weiß nicht, was... Hat sich hier schon wieder ergeben. So, jetzt haben wir grün. Fährt doch jetzt eigentlich los, oder? Und jetzt fahren erst die. Was ist das denn hier für eine Aufteilung? So, jetzt fahre ich dazwischen. Ich kann hier dazwischen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Habe ich das direkt gemacht und dann können wir direkt... Oh, nach Hause, dann ist diese Folge wahrscheinlich so 16 Minuten lang oder so. Keine Ahnung. Aber, ich
Ich will das halt so halten, dass es nicht zu lang und nicht zu kurz wird, die letzte Folge, weil das ist halt immer das Problem. Ich mache immer einen Hardcut. Alle 15 Minuten setze ich einen Cut. Und das werde ich bald auch noch ändern, aber im Moment ist es einfach das Einfachste für mich, das so zu lösen. Alter, bin ich schnell. Es ist echt am einfachsten für mich, das so zu lösen. Alter, was mache ich hier für Ausraster? Ich hab nur gebremst. Ich habe nicht gelenkt und nichts. Ich dachte, ich bremse mal bei Rot, aber scheiß jetzt drauf. Ich meine, wir sind ja eh wieder voll schnell auf dem Damm. Ich glaube, wir sind schneller da. Obwohl, naja, aber es ist ja echt nicht weit. Aber wäre ja ganz gut, wenn wir früher da wären. So 60 dürfen wir fahren. Wir fahren gerade 104. 40 km/h drüber, also 550 Euro, damit kommst du nicht mehr hin. Ich finde es halt auch so kacke, dass es halt immer so übertrieben viel Geld ist, weißt du? Weil nur wenn man 2, 3 km/h, also teilweise auch 10 oder so km/h drüber ist, muss man ja nicht 550 Euro zahlen, dann bezahlt man 25, vielleicht 50, wenn es hochkommt. Kann man doch lieber sagen, ja, du musst jetzt 50 zahlen. Statt dann direkt 550 und dann gibt es für die Fahrt dann einfach, ja, super. Wie viel habe ich irgendwie Schaden? Nein. Okay, dann ist mir das egal. Bin ich ja auch selbst schuld, weil ich fahre hier ja schon wieder so mega schnell. Brauche ich mich nicht wundern, ne? So. Ach ja, guck mal, da vorne ist schon ein Dortmund-Ort-Eingang, glaube ich. Oh, gleich schön auf der Autobahn richtig Gas geben. Dann sehen wir mal, wie schnell der Wagen hier tatsächlich kann, der LKW. Das haben wir auch schon richtig lange nicht mehr gemacht. Einfach auswärts irgendwo einen LKW oder einen Anhänger abgeholt. Boah, Junge, wir beschleunigen sogar bergauf, ey. Was ist los bei uns? So, wir sind erstmal optimistisch und stellen auf 300 ein. Wenn er das nicht schafft, habe ich da kein Problem mit. So, vielleicht, aber wir können es... Oh, Leo. Das ist hier auch nicht so mega ideal. Aber wir haben jetzt schon wieder 125 drauf. Also, läuft auf jeden Fall. Ja, wir müssen hier schon wieder runter, verdammt. Aber das ist, glaube ich, eine relativ... Naja, relativ lange Geradeausstrecke. Oh ja, gut. Ich hätte vielleicht bremsen sollen. Oh Mann, ich habe die gerade eben erst gesehen, die Blitzer. Das war ein bisschen... Alter! 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 Was ist das hier? Man bremst und kippt vorne über, Alter. Ich habe nicht gelenkt, nichts. Das ist schon wieder richtig klug von diesem Spiel gerade gewesen. Oh Mann, oh ey. Hä, was war denn das jetzt gerade schon wieder, Alter? Weißt du, man bremst und macht eine Kurve zur Seite. Wo ist da die Logik? Ich denke, ich habe 4 Räder. Oder bremse ich nur mit 3? Muss ich echt mit Motorbremse um eine Kurve? Bin ich sonst zu schnell? Siehst du das? Guck's dir an. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht gelenkt und nichts. Der kann einfach nicht bremsen. Oh Mann, ey. Ich verliere hier wieder, ich habe hier wieder Schaden des Todes, aber 6%, das fällt noch nicht ins Gewicht. Das fällt noch nicht genug ins Gewicht, als dass ich deswegen jetzt direkt wieder... Oh nein, wir müssen was aus einem Steinbruch rausziehen, das ist nicht so gut. So. Ach ja. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Auftrag. Kriegen wir 30.000 für, machen wir am besten keinen Unfall und nichts. Und dann ist die Katze eher im Sack. Oh
Okay, wenn ich mir nachher die Aufnahme angucke, dann finde ich mich selber schon wieder total peinlich wahrscheinlich. Also. So. Ach ja. So. Und eigentlich können wir uns ja jetzt hier so hinstellen und Klappe zu Affe tot spielen, oder? Ich glaube, jetzt sind wir bei 14 Minuten ungefähr. Heißt, ich bedanke mich dafür, dass ihr mir zugeschaut habt nach dieser anderthalbstündigen Session. Und freue mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst, eventuell auch ein Abo, ein Like oder sonst was. Ja. Und ich hoffe, es macht euch Spaß, mir dabei zuzusehen. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, das hier zu machen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.